Frittierte Insekten. Frittierte Insekten. Nicht teuer. In Thailand essen viele Menschen Insekten. Heuschrecken, Grillen und Maden. Für Thailänder ein beliebtes Lebensmittel. Jede Kultur auf der Welt hat eben ihre eigene Esskultur. Insekten essen. Ich persönlich muss mich dafür überwinden. Wer keine Heuschrecken mag, muss sie ja nicht essen. Wir können wählerisch sein. Aber wie lange noch? Wenn ich mir anschaue, wie die Weltbevölkerung wächst und wächst, wie es immer enger wird auf unserer Erde, dann frage ich mich, werden wir in Zukunft genug Nahrung für alle haben? Ich mache mich auf eine Reise rund um die Welt, um dieser Überlebensfrage nachzugehen. Schon heute werden die Ackerflächen knapp, die Wasservorräte schrumpfen. Ich will herausfinden, werden die Bauern in Zukunft genug Essen für alle erzeugen können? Oder kann die Wissenschaft vielleicht ganz neue Nahrungsquellen für die Menschheit erschließen? Die Zeit drängt. Immer mehr Essen wird benötigt. Die Produktion kommt nicht mehr hinterher. Bereits jetzt sind die Lebensmittel äußerst ungleich verteilt. Was und wie viel wir auf dem Teller haben, zeigt ganz plastisch, ob wir zu den Gewinnern auf diesem Planeten zählen oder zu den Verlierern. Heute schon kann sich jeder Dritte von uns nicht genug Essen leisten, hungert oder ist fehlernährt. Das Problem ist riesig und ich frage mich, wie kann die Landwirtschaft es schaffen, uns alle zu ernähren, wenn die Weltbevölkerung bis Mitte dieses Jahrhunderts auf 10 Milliarden Menschen anwächst? Wir haben die Lösung, sagt die Agrarindustrie. Aber stimmt das? Ich will es genauer wissen. Als erstes werfe ich einen Blick hinter die Kulissen der industriellen Saatguthersteller. Ihr Einfluss ist mächtig. Nur 10 Konzerne beherrschen 3/4 des Weltmarkts. Einer davon ist Bayer. Dort ist das Thema Chefsache. Wir bei Bayer Crop Science sind überzeugt, dass wir für die zukünftigen Herausforderungen bedeutsame Innovationen brauchen. Bereits heute schaffen wir es kaum, alle Menschen zu ernähren. Bald wächst die Weltbevölkerung auf 10 Milliarden. Die Aufgabe ist äußerst komplex. Es wird höchste Zeit, dass wir handeln. In der westlichen Welt gibt es kein Gefühl der Dringlichkeit. Wir sind eher von Fettleibigkeit betroffen als von Hunger. Deshalb brauchen wir eine Revolution, um die Menschen aufzuwecken. Wir müssen das Problem jetzt anpacken. Wenn wir bis 2030 oder 2040 warten, werden viele Menschen nicht mehr genug zu essen haben. Dann wird es vermutlich den nächsten Krieg ums Essen geben, weil es nicht mehr genug für jeden gibt. Als Lösung empfiehlt der Konzernlenker die Gentechnik. Natürlich aus dem eigenen Haus. Mich überrascht das kaum. Bayer hält mehr Patente auf Genpflanzen als jeder andere Saatgutkonzern auf der Welt. Auch mehr als Monsanto. Unserer Meinung nach kann Gentechnik die Leistung der Pflanzen verbessern. Eine der wichtigsten Eigenschaften, an denen wir arbeiten, ist die Widerstandsfähigkeit gegen Salz, weil Meereswasser viele Reisanbaugebiete überflutet.
2016 wollen wir auf dem Markt neue Genreissorten einführen, die eine größere Salztoleranz haben. Gibt es nicht unvorhersehbare Gefahren bei der Gentechnik? Wenn ich sehe, dass 1 Milliarde Menschen nicht genug zu essen haben, dann denke ich, können wir die Gentechnik nicht ablehnen, nur weil es da vielleicht noch etwas Unklarheit darüber gibt, ob sie nun sicher für die Umwelt ist und ob es vielleicht Langzeitfolgen gibt. Wir sollten möglichst alle Mittel nutzen, die wir haben, um Nahrungsmittel für unsere Gesellschaft zu produzieren. Ein hohes Risiko. Denn die Gesundheitsgefahren sind unkalkulierbar. Vor allem aber bringen Genpflanzen bisher so gut wie keine höheren Erträge. Den Hunger stoppen sie deshalb nicht. Vielmehr verstellt der Streit um die Gentechnik den Blick auf das zentrale Thema im Saatgut-Business: die Hybride. Hybrid-Saatgut ist nicht genetisch verändert, kann aber nur im Labor gezüchtet werden. Das Verfahren lassen sich die Konzerne patentieren und teuer bezahlen. Die Erträge bei unseren Hybriden liegen rund 20% höher als bei den bisherigen Reissorten. Ein Gewinn für beide Seiten. Einerseits investiert unser Unternehmen viel Geld, um angepasste Hybride zu entwickeln. Andererseits erntet der Bauer 20% mehr. Das ist viel, vor allem auch für unsere Hauptkunden in Südostasien, die Kleinbauern. Es lohnt sich also für beide Seiten. Hybrid-Saatgut ist sehr ertragreich. Die Nachteile tragen jedoch die Bauern. Da sie es nicht selbst vermehren können, müssen sie es neu kaufen. Jahr für Jahr. So werden sie vollkommen abhängig von den Konzernen. Und dennoch, die Hybride sind weltweit auf dem Vormarsch. Wie hoch stand das Wasser? Und wie viele Tage? Die Überschwemmung dauerte 5 Tage. Nach 2 Tagen regnete es wieder. Der Fluss überflutete die Felder. Aha, noch eine Flutwelle. Und das Wasser blieb 5 Tage? Ja. Welche Reissorten hast du? Das ist Swarna. Swarna, ein Hybridreis. Sind die Hülsen leer? Schau mal nach. Alles ist zerstört. Nicht ein einziges Korn ist übrig. Eine Katastrophe für die Bauern. Das Hybrid-Saatgut hat die Überschwemmung nicht überstanden. Das traditionelle Saatgut dagegen schon. Den flutresistenten Genreis von Bayer gibt es bis jetzt noch nicht. Aber traditionelle Sorten, die an Überschwemmungen angepasst sind, gibt es hier in Indien schon seit Jahrtausenden. Der Hybridreis wächst schneller, der lokale Desi-Reis braucht länger. Aber hier gibt es oft Überflutungen. Es ist doch nicht schlimm, wenn der Reis später wächst. Das Wichtigste ist doch, die Flut macht ihn nicht kaputt. Die Hybride aber sind zerstört. Ich habe für die Pflanzensamen hier fast mütterliche Gefühle. Ich liebe sie, als ob sie meine eigenen Kinder wären. Ich will unser altes Saatgut so lange wie möglich mit Sorgfalt hüten.
Wir haben die Samen für unsere Farmer gesammelt. Sie müssen sie jedes Jahr aussehen. Wir können ihnen keine großen Mengen geben. Maximal 500 Gramm, 250 Gramm. Nach der Ernte geben sie uns oft das Doppelte oder Dreifache zurück. Auf diesem Feld bewahren wir 727 verschiedene Reissorten. Da sind Sorten dabei, die resistent sind gegen Salz, Überflutung und Dürre. Die Saat sollte den Bauern gehören und keinem Unternehmen. Wenn sich die Bauern einmal darauf einlassen, sind sie Gefangene der Konzerne. Wenn sie den Preis erhöhen, wie soll der Bauer dann noch an Saatgut kommen? Gar nichts würde er bekommen. Die Regierung verspricht, wenn ihr Hybride aussät, dann werdet ihr mehr ernten. Aber diese Sorten brauchen mehrfach im Jahr Kunstdünger und Pestizide. Der Bauer muss seine Felder spritzen. Wasser und Luft werden vergiftet. Viele haben deswegen ernsthafte Gesundheitsprobleme. Die Menschen verstehen es erst, wenn sie leiden. Wir haben immer mehr Zyklone, Tsunamis und Überflutungen. Der Klimawandel ist eine Realität. Deshalb werden die Bauern zu ihren traditionellen Reissorten zurückkehren. Sie haben keine andere Wahl. Der Klimawandel wird ihnen schmerzhafte Lektionen erteilen, bis sie den richtigen Weg finden. Solche Saatgutbanken gibt es inzwischen in vielen indischen Dörfern. Mich beeindruckt der Stolz der Bauern auf ihre Unabhängigkeit. Den Konzernen ist das ein Dorn im Auge. Der Grund? Wenn die Bauern weniger Hybridsaatgut kaufen, brauchen sie auch weniger Pestizide. Und vor allem viel weniger Dünger. Der Mineraldünger wurde vor über 150 Jahren in Deutschland erfunden. Nachdem der Chemiker Justus von Liebig herausfand, dass sich Nährstoffe für Pflanzen in Bergwerken abbauen lassen, entstanden gigantische Minen, um unter Tage den Dünger für die Landwirtschaft über Tage zu fördern. Das und die Erfindung des Stickstoffdüngers, der in Fabriken synthetisch hergestellt wird, war die Grundlage für die industrielle Landwirtschaft, wie wir sie heute kennen. Also solche Mineraldünger, die Sie hier hinten sehen, in unserem Fall sind es ja die Nährstoffe Kalium, Magnesium und Schwefel. Diese Mineraldünger werden einen entscheidenden Beitrag leisten zur Ertragssteigerung in der Welt. Und wenn man die Durchschnittserträge in entwickelten Ländern sieht und das auf andere Weltregionen dann überträgt, das ist natürlich nicht eins zu eins möglich, dann wird es uns auch gelingen, 10 Milliarden Menschen in Zukunft zu ernähren.
Wir müssen ja die Erträge steigern, das ist klar. Wir haben nicht unbegrenzt Fläche zur Verfügung, beziehungsweise wollen auch aus ökologischen Gründen nicht Fläche in Kultur nehmen. Das heißt, der Weg ist dann nur, die Produktivität je Flächeneinheit zu steigern. Ginge das auch ohne Kunstdünger? Nein. Eine unterlassene Mineraldüngung würde das Hungerproblem deutlich verschärfen, weil die Erträge zurückgehen würden. Das sieht man ja auch im ökologischen Landbau, die deutlich geringere Erträge haben. Und wenn ich gänzlich auf Mineraldünger verzichten würde, würde das das Hungerproblem natürlich enorm verschärfen. Die Geschichte hier vor Ort wird sicher noch einige Jahrzehnte uns ermöglichen, hier Düngemittel zu produzieren. Was schätzen Sie ungefähr? Das bin ich nicht der Experte, der das sagen kann, aber ich denke, so 40 bis 50 Jahre wird das sicher noch sein. Dann ist hier Ende. Ja.150 Jahre lang hat hier der Bergbau seine Abfälle abgeladen. Über 200 Meter türmt sich der künstliche Berg in die Höhe. Er wird noch hier sein, lange nachdem die Kalivorräte in 50 Jahren zu Ende gegangen sein werden. Auch der Phosphatdünger geht noch in diesem Jahrhundert weltweit zur Neige. Und das dritte der wichtigsten Düngemittel, Stickstoff, wird mit viel Energie und Erdgas hergestellt. Und das gibt es auch nicht endlos. Wir stehen also über kurz oder lang vor dem Ende des Kunstdüngerzeitalters. Wie aber können wir dann noch die Weltbevölkerung ernähren? Was wir brauchen, ist ein System, das Nährstoffe im Kreislauf hält. Also das, was wir an Nährstoffen in Pflanzen stecken, wieder in den Boden zurückzuführen und auf diese Weise auf Dauer verfügbar zu halten. Chemie und Mineraldünger sind bei den Biobauern verpönt. Sie setzen stattdessen auf eigene organische Düngerquellen. Vor allem die sogenannte Gründüngung, bei der Klee untergepflügt wird. Das Kleegras besteht ja aus Gras und Klee. Der Klee ist eine Leguminose, eine Pflanze, die an ihren Wurzeln mit Bakterien zusammenlebt, die den Luftstickstoff in den Boden bringen. Und der Stickstoff wiederum ist der wichtige Nährstoff, den der Weizen hinterher braucht, um A, Ertrag zu bringen und B, genügend Protein zu bilden, damit er backfähig wird. Das ist von ganz feinen Wurzeln jetzt durchlöchert und aufgeschlossen. Ganz brüchig und lose. Das ist gut so. Als ich umgestellt habe, habe ich zwei Bedingungen an mich gestellt. Die eine war, dass es ökonomisch funktionieren muss. Das zweite war, dass ich keinen Humus abbaue. Wir verfolgen das. Alle 3 Jahre untersuchen wir den Boden auf Humusgehalt. Und erfreulicherweise hat er nicht abgenommen, er hat zugenommen. Das Problem konventioneller Landwirtschaft, die eben mit einem hohen Einsatz an externen Betriebsmitteln, vor allem künstlicher Stickstoff und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel arbeitet, ist, dass sie zwar hochproduktiv ist, also viel erzeugt, aber sehr wenig effizient. Bei uns in Deutschland, das ist weltweit ähnlich, düngen wir im Schnitt 160 Kilogramm Stickstoff pro Hektar, aber 90 bis 100 Kilogramm schaffen es gar nicht bis in die Pflanze. Das sind die Stickstoffüberschüsse. Die gehen als Nitrat ins Grundwasser, als Stickoxide in die Atmosphäre, wo sie als Treibhausgas wirken.
und vielleicht am schlimmsten wirkend über die Oberflächenwässer bis in die Weltmeere, wo sie die Meere zum Umkippen bringen und dort auch noch Produktionskapazität vernichten. Morgen, Jo. Hallo, Felix. Tierhaltung und ökologischer Landbau gehört zusammen. Wie in unserem Fall kann es ja auch mal verschiedene Betriebe sein. Der eine hat die Tiere, der andere hat den Acker. Eigentlich muss es so sein, damit das Ganze langfristig Sinn macht, dass man überall eine Verwertung für dieses Kleegras hat. Und das verwandelt sich dann in Schaffleisch. Aber es verwandelt sich eben nicht nur in Schaffleisch. Es verwandelt sich auch in Stickstoff im Boden und organische Masse, Humus bildend. Deswegen ist das nirgends wegzudenken. Hand aufs Herz, Herr Löwenstein. Kann man mit solchen Methoden 10 Milliarden Menschen ernähren? Ich glaube, man kann nur mit solchen Methoden 10 Milliarden Menschen ernähren. Wenn wir über 10 Milliarden reden, dann reden wir über die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts. Und wir müssen ja auch in Zukunft noch Landwirtschaft machen können und nicht nur in einem großen Produktivitätsfeuerwerk alle Ressourcen abfackeln und dann nichts mehr übrig lassen. Wer kann diese dramatische Entwicklung stoppen? Sind es die Biobauern? Sie kommen ohne Mineraldünger aus, der weltweit zur Neige geht. Aber sie ernten auch bis zu einem Viertel weniger als ihre konventionellen Kollegen. Die große Frage lautet also, könnten sie dennoch genug für alle Menschen auf der Welt erzeugen? Unterm Strich hängt das vor allem davon ab, was wir essen. Noch ist Indien das Land mit den meisten Vegetariern. 40% der Inder ernähren sich fleischlos. Eine jahrtausendealte Kultur. Doch in den letzten Jahren bahnt sich ein Bruch mit dieser Tradition an. Neuerdings essen auch immer mehr Inder Fleisch. In den letzten 10 Jahren boomen die Hühnerfarmen in Indien. Als Vorbild dienen hier vor allem deutsche Produzenten. Die Inder haben das System der deutschen Massentierhalter nicht nur erfolgreich kopiert, sondern bei der Zahl der produzierten Hühnchen sogar schon überholt. Die Großeltern dieser Küken stammen übrigens von den Vess-Johann-Brüdern. Das sind die mit den Wiesenhofhühnchen. This is the final phase of incubation. So after 18 days, the hatching process starts in the. Die Eier werden 18 Tage lang ausgebrütet, dann schlüpfen die Küken. Hier können Sie sehen, wie sie trocknen. Some chicks are pipping out. Einige Küken kommen gerade raus. Bis das Gefieder bei allen trocken ist, dauert es noch 12 bis 14 Stunden. Morgen früh werden wir sie sortieren und impfen. Und morgen Abend werden sie in der Hühnerfarm sein. Direkt nach dem Schlüpfen werden die Küken, die nicht gebraucht werden, aussortiert. Bei den Hühnern für die Eierproduktion sind das generell alle Männchen. Die anderen werden geimpft und bekommen obendrauf noch eine Dosis Antibiotika. Thank you.
Wir produzieren 7 Millionen Hühnchen pro Woche. Damit sind wir weltweit an 10. Stelle. In Indien sind wir die Nummer 1. Wir sind die führenden Hühnerproduzenten seit 8 bis 10 Jahren. Seit 1997 sind wir immens gewachsen. Immer mehr Bauern kamen dazu. Die Regierung förderte mit ihrem ländlichen Entwicklungsprogramm die Geflügelproduktion. So dehnten wir uns in ganz Indien aus. Heute arbeiten wir mit 18.000 Vertragsbauern. Wir wachsen jedes Jahr um 20%. Aber in Indien ist der Fleischverbrauch immer noch sehr niedrig. Bei den Amerikanern hingegen sehr hoch. 65 Kilo Hühnchen pro Jahr. In Indien sind es nur 4 bis 4,5 Kilo. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, weil in unserer Tradition das Fleisch keine Priorität hatte. Wir aßen üblicherweise mehr Getreide als Fleisch. Als wir vor 25 Jahren begannen, war es schwierig, auch nur 10 oder 20 Hühnchen zu verkaufen. Heute produzieren wir rund 1 Million Hühnchen am Tag und wir verkaufen alle. Die Nachfrage steigt und steigt. Ich hoffe, dieses Wachstum setzt sich in den nächsten 25 Jahren fort. Schon heute gibt es 1,2 Milliarden Inder. Sie werden in wenigen Jahren die Chinesen als bevölkerungsreichste Nation der Welt überholt haben. Eine Umweltkatastrophe droht, wenn jetzt auch noch die Inder Billigfleisch aus der Massentierhaltung wollen. Aber ist es nicht ziemlich absurd, wenn jetzt ausgerechnet wir den Indern sagen, sie sollen weniger Fleisch essen? Denn das meiste Fleisch auf der Welt konsumieren Menschen aus den Industrieländern. Wenn alle Menschen so viel Fleisch essen würden wie wir Europäer, bräuchte es die Ressourcen von 3 Planeten. Kann Fleisch nicht umweltschonender hergestellt werden? Wir nennen das hier die große Symbiose, da haben wir uns langsam rangetastet. Also wir haben einmal die mobilen Ställe von den Hühnern, mobil deshalb, damit man sie immer wieder auf grüne Flächen setzen kann. Dann haben wir die Schweine auch schon vor Jahren rausgetan, weil es das natürlich für die Tiere besser geht, weil sie auch bestimmtes Futter draußen finden. Und dann ist es nun mal so, dass Schweine und Hühner so eine Wiese nicht abfressen. Also ist es sinnvoll, die Kühe dazu zu tun. Die Kühe sind eigentlich hier fast das Wichtigste, weil die verwerten das Gras am besten. Und so habe ich dann doch auch eine relativ intensive Nutzung des Landes. Ich bin gar kein Freund von Extensivierung, sondern wir sollten schon unsere begrenzte landwirtschaftliche Fläche auch sinnvoll, in dem Sinne intensiv nutzen. Und diese Kombination funktioniert dann ganz gut. Das Besondere an diesem Bauernhof ist etwas, das ich bisher für selbstverständlich hielt. Ein Huhn, das Eier legt und gleichzeitig Fleisch ansetzt. Dass Hühner tatsächlich beides können, ist jedoch längst die große Ausnahme. Wir haben jetzt hier Masttiere. Das sind Kreuzungen aus zwei alten Rassen. Einmal die Sulmtaler aus Österreich und dazu die Les Bleus aus Frankreich. Das sind Rassen, die gibt es sonst fast gar nicht mehr. Die sind eigentlich seit 50 Jahren ausgestorben, weil man heute nur noch auf Hybrid setzt. Das Besondere ist, dass die Eier legen können und Fleisch ansetzen. Die Hybriden machen das ja nicht. Die sind entweder nur auf Eileistung, das ist dann Knochen und Haut und kein Fleisch mehr dran.
Und drum werden ja auch die Brüder der Legehennen gleich nach dem Schlupf getötet. Wie viele Geschwisterküken werden denn getötet? Geschwisterküken getötet werden, glaube ich, 40 Millionen im Jahr in Deutschland. Ja, dort, hallo. Die sind jetzt alt, etwa 4 Wochen. Das heißt, wenn sie Hybriden wären, wären sie schon geschlachtet. Bei den Hybriden hat man ja das Sättigungsgefühl abgezüchtet. Die fressen dauernd und die wachsen explosionsartig. Also in dem Alter wären die schon schlachtreif und doppelt so groß, mindestens. Wenn nicht sogar dreifach so groß. Wenn man das in Filmen sieht, dann sieht man immer, wie die Hühner so ein paar Schritte laufen und dann sich immer wieder hinsetzen, weil ihnen das zu schwer ist und weil sie wahrscheinlich Schmerzen in den Knochen haben. Wenn alle solche Kombihühner halten würden, dann müssten nicht mehr Millionen von männlichen Küken getötet werden. Die Hühner hätten sicher auch ein besseres Leben. Allerdings, die Preise sind hier 4 bis 5 Mal so hoch wie beim Discounter. Für mich persönlich heißt die Konsequenz, lieber weniger Fleisch essen und dafür bessere Qualität. Weltweit aber geht der Trend genau in die andere Richtung. Global steigt der Fleischkonsum und mit ihm der Bedarf an Futtermitteln. Gut, Edward, lass uns mal zu den Silos gehen. Pro Tag bauen sie einen Ring höher. Also nur noch wenige Tage. Wunderbar. Ich schätze, in 4 Tagen sind wir hier fertig. Ausgezeichnet. Dann kann es losgehen. Was mich nach Mosambik gebracht hat, war die Anfrage eines großen Hühnchenproduzenten. Er fragte mich, ob ich nicht eine Farm aufmachen will, die das Futter für seine Hühner anbaut. In dem Maße, in dem unsere Farm weiter wächst, wird sich unser Markt ausdehnen. Bald werden wir auch in Nachbarländer liefern, zum Beispiel Malawi oder Tansania, oder der Weltmarkt, China und andere Länder. Für Afrika sind solche Sojafelder noch etwas völlig Neues. In Nord- und Südamerika belegen sie bereits gigantische Flächen. Von dort wird Soja per Schiff nach Europa transportiert. Erst diese enormen Mengen an Tierfutter aus Übersee ermöglichen unsere Massentierhaltung. Das ist wunderschön. This is beautiful. This is fantastic. Don't shake too much. Fantastisch. Es ist kaum zu glauben, wenn man sich klar macht, dass das vor 2 Jahren so aussah wie dort drüben. Und jetzt schaut es so aus. Das ist aufregend. Die Frucht der eigenen Arbeit. Mosambik ist ein großes Land. Hier gibt es viel Platz für Menschen. Mosambik ist nicht überbevölkert. Das ist nicht Malawi oder Ruanda, wo es praktisch keinen Raum für mehr Menschen gibt. Hier gibt es noch Platz. Aber das Wachstum ist unglaublich schnell. Wenn die Bevölkerung wächst, müssen Arbeitsplätze geschaffen werden.
Und hier haben wir eine Fabrik, die Jobs schafft. Es mag aussehen wie ein normales Feld, aber es ist eine Fabrik, die Jobs schafft. Der zerstört doch die Sojabohnen. Nein, er jätet Unkraut. Das ist doch kein Jäten. Das ist Leute für Nichtstun bezahlen. Absolut sinnlos, was hier passiert. Dieses Werkzeug bringt hier nichts, weil es nicht unterscheidet zwischen Unkraut und Sojabohne. Es zerhackt alle Wurzeln. Wir müssen die Unkräuter von Hand rausholen, weil wir bei dem nassen Wetter nicht spritzen können. Du musst sicherstellen, dass das ordentlich erledigt wird. Ich habe saubere Vorarbeiter satt. Wir brauchen schmutzige Vorarbeiter. Diese Arbeitskultur muss sich ändern. Wenn die Landwirtschaft erfolgreich sein will, müssen sie verstehen, dass es keinen Unterschied macht, ob du der Boss bist oder der Arbeiter. Alle müssen schmutzig werden. Und wenn du nicht schmutzig werden willst, dann hau ab. Anstatt zu hacken, sollst du das Unkraut rausziehen. Such die Stelle, wo du es rausziehen kannst. Das bringt so nichts. Das macht doch keinen Sinn. Eine Szene wie aus einer anderen Epoche. Ein Großgrundbesitzer, der ein Heer von Tagelöhnern für sich arbeiten lässt. Sie bauen auf riesigen Feldern Futterpflanzen an. Das Besorgniserregende daran, die Flächen werden dringend gebraucht, um Nahrung für Menschen anzubauen. Dieser Landkonflikt wirkt sich weltweit aus. Bereits heute wird mehr als ein Drittel der Weltgetreideernte an Tiere verfüttert. Willkommen auf dem Aslanberg. Hier oben bekommen Sie einen Eindruck, was es einmal war und wie es sein wird. Der Blick ist atemberaubend. Hier im Tal sehen Sie unsere Felder, ganz hinten die Felder einer der anderen kommerziellen Großfarmen der Gegend. Wir müssen nachhaltig arbeiten und der ultimative Test für Nachhaltigkeit ist der Profit. Ich glaube, nur gewinnorientierte Unternehmen bringen wirkliche Hoffnung auf Änderung nach Afrika. Wir sind hier, um Geld zu machen. Aber wenn es nicht so wäre, könnten wir auch all die anderen Dinge nicht machen. Dann würde auch die Gemeinschaft um uns herum nicht profitieren. Im Gegenteil, weil wir Profit machen, profitiert die Gemeinschaft. Niemand gewinnt, wenn wir verlieren. Aber wenn wir gewinnen, gewinnen alle. Bisher profitieren allerdings nur wenige. Jess Tarp liefert gerade mal 20 kleinen Vertragsbauern Saatgut und Dünger und kauft ihnen die Ernte ab. Dann vergibt er noch Kurzzeitjobs an vielleicht 150 Tagelöhner. Immerhin schadet er den anderen Menschen hier nicht. Er hat keinem Kleinbauern den Acker weggenommen. Sein Land hat er nämlich nur dem Urwald entrissen. Andere Großfarmer gehen da viel brutaler vor. Sie errichten ihre Farmen einfach mitten auf den Feldern der Kleinbauern. Wir produzierten Mais für den Eigengebrauch und Soja für den Markt. 2009 kam das portugiesische Unternehmen Hoyo Hoyo und gab vor, uns helfen zu wollen. Sie versprachen uns Saatgut und Kredite.
vamos apoiando na parte do curso crédito. E eles prometeram que vamos fazer uma escola, vamos construir hospital, vamos canalizar água. Sie wollten auch eine Schule und ein Krankenhaus bauen, sowie Wasserrohre und die Straße nach Lioma. Wir akzeptierten ihr Angebot, aber sie haben nichts davon gemacht. Keine Schule, kein Krankenhaus, keinen Brunnen. No fim, eles quando entraram, já ocuparam toda a área que nós vínhamos cultivando. Dennoch besetzten sie unser Ackerland. Als Entschädigung boten sie uns 1500 Metikais pro Hektar. Aber damit kann man nicht über das Jahr kommen. Die meisten wollten deshalb lieber ihre Felder behalten. Aber sie nahmen ihnen ihr Land trotzdem weg. Die ganze Gemeinde trauert. Auch ich. Sie haben uns betrogen. Mit Bulldozern ließ der Großfarmer die Felder und Hütten der Kleinbauern plattwalzen. So wurden sie gezwungen, ihr Land zu verlassen. Gegen diesen Landraub können sie sich nicht wehren, weil ihr Eigentum nicht in einem Grundbuch eingetragen ist. So etwas gibt es hier nicht. Genauer betrachtet dreht es sich hier aber um einen globalen Bodendiebstahl, den wir durch unsere Massentierhaltung verursachen. Denn Supermarkthähnchen für 2,99 Euro sind ohne Sojaimporte nicht zu haben. Wo Futtermittel für den Weltmarkt produziert werden, profitieren meist nur wenige. Noch leben in Mosambik 80% der Menschen als Kleinbauern. Die meisten von ihnen werden in die Slums der Städte abwandern müssen, wenn sich hier in Zukunft die Großfarmen breitmachen. Geht es denn auch ohne die Futterimporte? Ich baue fast ausschließlich meine Futtermittel alle selber an. Und zum einen habe ich kurze Wege, das heißt, ich brauche nicht viel Energie aufzuwenden. Dazu kenne ich die Qualität, kann die Qualität bestimmen. Gehe nicht in der Gefahr, dass ich einen Zuckerfuttermittel habe, wo ein Schimmel, was hatten wir nicht schon alles im Futter, ja? Wo irgendwelche Puncher zwischendurch irgendeinen Mist reingekippt haben und auf einmal, ja, Bauern auch immer die Suppe auslöffelten, indem sie da irgendwas nachher im Trog hatten und ihre Ware nicht verkaufen konnten. Das geht schon. Na ja. Wir haben als Grundlage Gras. Und das heißt, unsere Kühe stehen außer Konkurrenz zu dem, was wir Menschen essen halt. Ne? Und wenn man hochleistungskonventionell Kühe halten will, dann ist man häufig darauf angewiesen, auf dem Acker Mais anzubauen. Das ist dann ein hochenergetisches Futter. Und das ist dann die Grundlage dafür, dass man sehr viel Milch aus einer Kuh melken kann, um wirtschaftlich irgendwie als konventioneller Betrieb fahren zu können. Ist natürlich eine Konkurrenzsituation zu dem, was Menschen essen können. Auf dem Acker könnte man auch Sachen anbauen, die zur menschlichen Ernährung dienen. Ich bin mal in meiner konventionellen Zeit auch Mitglied in so einem Beratungsring gewesen. Und einen Stallbau für meine Kühe, das habe ich damals mit denen gemacht. Da hat man mich gefragt, wollen Sie nicht einen vernünftig großen Stall bauen? Dann habe ich gesagt, nein, ich will einen Stall für 50 Kühe bauen und nicht einen großen für 90 oder 100. Weil bei so einer Größenordnung bist du dann heute auch gezwungen, bestimmte Mindestgröße an Fläche zu haben. Du musst die alle satt kriegen. Du musst entsprechend als Familie deine ganze Kraft reinsetzen. Dann hast du für andere Sachen keinen Spielraum mehr. Und dadurch, dass wir gesagt haben, nein, wir haben hofnahe Flächen, so viel, dass wir 50 Kühe mit Weidegang im Sommer satt kriegen. Dann ist es für uns genau das Richtige. Das war mein Entscheid.
Und so hatte ich auch dann nicht das Problem, einfach auf Bio umzusteigen später. Das war für mich dann, der Weg war offen. Und den habe ich mir nicht vorher verbaut mit zu viel Größe. Das ist nämlich heute häufig der Fall, dass Kollegen nicht umstellen können, weil sie einfach schon zu groß sind. Bernd Schmitz legt Wert darauf, seine Kühe mit dem Gras seiner eigenen Weiden zu ernähren. Er will kein Futter importieren, das auf Feldern angebaut wird, die dringend für die Welternährung gebraucht werden. Doch der Trend geht genau in die andere Richtung. Immer größere Ställe, in denen immer mehr Kühe, vor allem Kraftfutter wie Soja, bekommen. Denn so geben sie mehr Milch. Die produzieren doch viel zu wenig. Mädels, habt ihr das gehört? Also, nee, die produzieren genug. Und zwar produzieren die so viel, wie meine Futtergrundlage hergibt. Die Frage ist, könnte so genug für den globalen Markt produziert werden? Früher haben alle Bauern das Futter für ihre Tiere auf dem eigenen Hof produziert. Aber damit lassen sich nicht die Massen an billigem Fleisch und Milch erzeugen, wie sie heute auf dem Markt sind. Was für ein Irrsinn! Die industrielle Landwirtschaft produziert billig und viel. Aber langfristig geht das schief, denn sie plündert knappe Ressourcen wie Wasser und Dünger und zerstört Ackerflächen, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Ökobauern hingegen erhalten zwar die Ressourcen und Bodenfruchtbarkeit, produzieren dafür aber teurer und weniger. Was also soll werden, wenn die Weltbevölkerung auf 10 Milliarden wächst und alle so viel Fleisch und Milchprodukte essen wollen wie wir in Europa? Gibt es vielleicht neue technische Lösungen, die uns ganz unabhängig von der Natur machen können? Auch von Boden und Wetter? In der Fabrik automatisieren wir die Arbeit, damit wir so wenig Menschen wie möglich benötigen. Wir wollen keine Pestizide verwenden, deshalb wollen wir nichts hineinlassen, was eine Kontamination verursachen kann. Menschen würden das Risiko erhöhen, deshalb müssen wir die Fabrik automatisieren. Unsere Produkte sind unübertroffen. Die Produktivität der Pflanzenfabrik ist 100-mal so groß wie beim Feldanbau. Auf dem Feld kann man nur ein- oder zweimal pro Jahr ernten. Hier in der Pflanzenfabrik wird 9-mal pro Jahr geerntet. Außerdem können wir auf mehreren Etagen anbauen. Bis zu 16 Etagen sind möglich. Deshalb können wir das 100-fache auf der gleichen Anbaufläche produzieren. Erde ist kein kontrollierbares Medium. Deshalb wollen wir sie nicht benutzen. Unkontrollierbares ist das Schlimmste. Hier in der Fabrik muss alles kontrollierbar sein. In der Erde wachsen auf jeden Fall Bakterien. Diese wären für uns ein Problem. Deshalb verwenden wir auf keinen Fall Erde.
Auf den Dächern von Supermärkten entstehen immer mehr. Die Zahl der Pflanzenfabriken wird in Zukunft immer stärker wachsen. Auch in Gemeindehäusern oder Kliniken. Selbst mitten im Stadtzentrum werden die Pflanzenfabriken in Gebäudekomplexe integriert. 250 solcher Pflanzenfabriken gibt es schon in Japan. Sie verbrauchen enorm viel Strom, allein für die Beleuchtung. Dennoch können sie wirtschaftlich produzieren. Der Grund: in dem Inselstaat ist Ackerland knapp. Die Lebensmittelpreise sind so hoch, dass die Fabriken davon die Energiekosten tragen können. In Afrika oder Südasien hingegen sind solche Pflanzenfabriken schlicht zu teuer. Wen wundert's? Die Suche nach technischen Innovationen konzentriert sich auf Produkte für die Märkte der reichen Länder. Der schnell wachsende Phänotyp braucht nur halb so lang wie die normalen Fische, um das Schlachtgewicht zu erreichen. Also anstatt 4 Jahre braucht er nur 18 bis 20 Monate. Das ist das Schöne an Aqua Advantage, ein beschleunigtes Wachstumstempo. Aber wie Sie sehen können, die Fische sehen nicht anders aus als die üblichen 3,5 Kilo Lachse. Sie sind in jeder Hinsicht identisch. Es ist eigentlich sehr einfach. Wir haben nur ein zusätzliches Gen eingefügt, das Wachstumhormone produziert. Es stammt vom pazifischen Lachs. Wir haben es in das Genom des atlantischen Lachses eingefügt. Es hat zwischen 20.000 und 40.000 Gene und wir haben einfach ein zusätzliches eingebaut. Diese Fische entstammen derselben Familie. Es sind Brüder und Schwestern aus derselben Zucht. Nur dass diese Fische hier das fremde Gen enthalten und diese hier nicht. Aber sie haben dasselbe Alter, wurden mit dem gleichen Futter gefüttert und in derselben Umwelt aufgezogen. In diesem Alter ist der Unterschied am größten. Das Wachstum ist 5 bis 6 Mal so schnell wie normal. Wer möchte, kann Genlachse bald in amerikanischen Supermärkten einkaufen. Denn die US-Behörden haben für den lange umstrittenen Verkauf Ende 2015 grünes Licht gegeben. Damit kommen die ersten genetisch veränderten Tiere auf den Tisch. Ein Türöffner. In den Gentechniklaboren wird längst auch an effizienteren Schafen, Ziegen und Schweinen geforscht. Ich fürchte, dass auch hier unkalkulierbare Gefahren für Mensch und Umwelt drohen. Als Weltgemeinschaft haben wir vielleicht Angst vor der Gentechnik. Aber wir müssen diese Technologie annehmen, verstehen und intelligent entwickeln, wenn wir als menschliche Rasse erfolgreich sein wollen. Was wir machen, ist wichtig. Wir schaffen einen Mehrwert, der im Lauf der Geschichte als Beitrag zur globalen Ernährungssicherung angesehen werden wird. Es geht also nicht nur um einen Fisch, es geht um die Ernährung in der Zukunft. Große Worte, aber nur die halbe Wahrheit. Lachse sind Fleischfresser, auch die Genlachse. Um sie zu füttern, wird viel tierisches Eiweiß benötigt, in Form von Fischmehl. Wo soll das herkommen? Die Weltmeere sind doch jetzt schon fast leer gefischt. Für die Welternährung sind die Genlachse somit keine sinnvolle Lösung. Kann man Fleisch vielleicht noch ganz anders herstellen?
Es ist noch nicht perfekt. Momentan fehlt noch Fett. Aber diese Muskelfasern sind genau dieselben wie die einer Kuh. Ich würde es noch nicht wirklich als Fleisch bezeichnen. Erst dann, wenn es nicht mehr zu unterscheiden ist von richtigem Fleisch, wenn sie Leute in einem Blindversuch damit täuschen können. In 20 Jahren wird jeder verstehen, dass wir unser Essen anders produzieren müssen. Wenn wir nichts ändern, dann wird Fleisch zu einem raren Luxusgut werden und dementsprechend sehr teuer. Derzeit wird 70% allen Getreides an Tiere verfüttert, um Fleisch zu bekommen. Wenn wir nur die Hälfte oder ein Drittel davon brauchen, um Fleischproteine zu erzeugen, dann können wir leicht jeden auf diesem Planeten ernähren. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in 20 Jahren in den Supermarkt und sehen zwei identische Produkte. Sie schmecken gleich, fühlen sich gleich an, sehen gleich aus. Eines ist im Labor gemacht, das andere kommt von einer Kuh. Sie wissen, das ist schlecht für die Umwelt, dass Tiere dafür getötet wurden und dass es ein sehr ineffizientes Produkt ist. Das im Labor oder der Fabrik erzeugte Produkt hingegen ist effizient und besser für die Umwelt. Also, was wählen Sie dann? Die Kuh ist ein sehr ineffizientes Tier. Für 15 Gramm Fleisch müssen Sie dem Tier 100 Gramm pflanzliche Proteine füttern. Im Labor oder der Fabrik haben wir den Prozess unter Kontrolle und können das effizienter machen als eine Kuh. Und wenn Sie es effizienter machen, dann haben Sie weniger Abfall und weniger CO2 und natürlich gar kein Methan, weil im Labor keine Wiederkäuer dafür benötigt werden. Es ist sehr einfach. Wir entnehmen durch eine kleine Spritze der Kuh einige Stammzellen. Sie haben die Fähigkeit, sich zu teilen. In einem oder zwei Tagen wird dieser Behälter voll mit Zellen sein. Aus einer Stammzelle können wir einige Milliarden Stammzellen erzeugen und daraus rund 10.000 Kilo Fleisch herstellen. Für einen Hamburger brauchen wir ungefähr 20.000 von diesen kleinen Ringen. Beim Reden habe ich es fast anbrennen lassen. Dieser Hamburger hat 250.000 Euro gekostet. Die Kosten werden bald sinken, bereits mit der aktuellen Produktionsmethode. Wenn wir diese verbessern, dann wird es in 10 bis 15 Jahren wahrscheinlich billiger als normales Fleisch sein. Vor 30 Jahren zeigten Science-Fiction-Filme solche Ideen, aber heute ist es machbar. Wir haben die Technologie. Ich denke, wir sollten es machen, weil die Fleischproduktion zu viele Probleme verursacht. Entweder wir führen Alternativen ein oder wir hören auf, Fleisch zu essen. Aber das ist unwahrscheinlich. Schmeckt gut. Es ist noch nicht perfekt, aber wir kommen dahin. Ein sehr guter Start. Jetzt können wir es verbessern, bis es vom normalen Fleisch nicht mehr unterscheidbar ist. Es wurde ausgerechnet, dass man 90% weniger Ackerfläche braucht, 70% weniger Energie, 90% weniger Wasser und 70% weniger Nährstoffe. Wenn diese Zahlen wirklich stimmen, dann haben wir im Grunde das weltweite Hungerproblem gelöst. Wow. Aber halt. Stopp. Genau betrachtet schont diese neue Erfindung doch nur dann die Umwelt, wenn man sie mit einem Hamburger aus der Massentierhaltung vergleicht.
Wenn man das Laborfleisch neben die traditionelle Weidehaltung von Kühen stellt, sieht seine Ökobilanz sehr viel schlechter aus. Ich bezweifle auch, dass es eine Lösung für die Welternährung ist, denn es wird in Fabriken hergestellt und bleibt auch in Zukunft unerschwinglich für die Armen. Um alle Menschen satt zu bekommen, braucht es nicht nur genügend Lebensmittel, es braucht vor allem auch Lebensmittel, die sich die Menschen leisten können. In Chicago schlägt das Herz des Weltmarktes für Nahrungsmittel. Hier befindet sich die größte Agrarbörse der Welt. Ich will herausfinden, wie die Preise für unsere Lebensmittel zustande kommen und was das für die Ernährung der Menschheit bedeutet. Ich verabrede mich mit einem Mann, der den Börsenhandel mit Nahrungsmitteln geprägt hat wie kein anderer. Er hat den milliardenschweren Quantum-Fonds mitgegründet und gilt als der Guru der Agrarspekulation. Sogar der Rohstoffbörsenindex trägt seinen Namen. Jim Rogers. Ich trage meine Spezialhosenträger für Sie. Hier sind alle Preise. Ach so, das sind die Börsenkurse. Es sind Kurse von Rohstoffen, Ackerland und Währungen. Ich habe sie speziell für Sie und Ihre Zuschauer angezogen. Offenbar gibt es nicht genug Essen auf der Welt. Warum erzeugen die Bauern nicht mehr? Die Landwirtschaft war ein schreckliches Geschäft in den letzten 30 Jahren. Die Bauern konnten nirgendwo auf der Welt richtig Geld verdienen. Ihr Durchschnittsalter in den USA ist 58 Jahre, in Korea 65, in Australien 58. In Kanada sind sie älter als nie zuvor. Millionen von indischen Bauern begingen Selbstmord in den letzten 15 Jahren. In England haben Bauern die höchste Selbstmordrate aller Berufe. Landwirtschaft war in den letzten 30 Jahren ein furchtbares Geschäft. Die Welt geht in den nächsten Jahren einer ernsthaften Krise entgegen, wenn die Agrarpreise nicht kräftig steigen, um Kapital, Arbeit und Management anzuziehen, weil wir bald überhaupt keine Bauern mehr haben. Und dann werden wir auch kein Essen mehr haben, zu keinem Preis. Seine Lösung hört sich einfach an. Die Preise an den Börsen müssen steigen. Die Hilfsorganisationen sehen das ganz anders. Sie sagen, dass die Börsenzockerei schuld ist an den letzten beiden Welternährungskrisen. 2008 und 2011 haben sich die Getreidepreise an den Börsen jeweils innerhalb weniger Monate verdreifacht. Die Folge? Millionen von Menschen konnten sich selbst die Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten. Wie ist es zu diesen Preisausschlägen gekommen? Auf dem Weltmarkt wurde damals jedenfalls nicht die dreifache Menge an Weizen oder Mais nachgefragt. Es muss andere Gründe haben. Wen beschuldigen Sie? Die bösen Spekulanten? Wenn die Spekulanten die Preise hochtreiben, dann werden die Bauern glücklich sein. Auch die Witwen und Waisen. Der Börsenguru wiederholt sein Mantra immer wieder. Die Preise müssen steigen. Nur dann wird genug produziert. Aber so einfach ist es leider nicht. Die höheren Börsenkurse sorgen nicht automatisch dafür, dass die kleinen Bauern mehr verdienen. Im Gegenteil. Das Geld lockt noch mehr Spekulanten an, die den kleinen Bauern das Land wegkaufen. Und vor allem, die Spekulation sorgt für extreme Preisschwankungen, die es früher in diesem Ausmaß nie gegeben hat. In den 80er Jahren gingen die Preise nicht durch die Decke, weil es damals noch genug Bauern gab und die Vorratslager voll waren. Heute sind die Lagerbestände auf dem niedrigsten Stand. Ein großer Wandel in 30 Jahren. Sie sagen, die bösen Spekulanten, der Weizenpreis stieg extrem in 2008, grundlos. Was soll das heißen, grundlos? Ich sitze hier und erkläre Ihnen die Gründe. Haben Sie nicht zugehört? Sind Sie so dumm wie die Politiker? Ich habe Ihnen doch gesagt, warum die Preise steigen. Wir haben da draußen ein riesiges, fundamentales Problem. Klar, die Bauern brauchen eine zuverlässige Entlohnung. Aber das wird durch die ungezügelte Börsenspekulation verhindert. Vor allem die Kleinbauern leiden unter den Schwankungen. Wenn sie ihre Ernte verkaufen, sind die Preise oft unten. Und wenn sie selbst Essen kaufen müssen, sind die Preise oft oben. Am schlimmsten aber sind stark schwankende Lebensmittelpreise für die Stadtbevölkerung.
Die Regierungen vieler Entwicklungsländer versuchen deshalb durch Subventionen zu vermeiden, dass das Essen noch teurer wird. Sie befürchten Aufstände und erinnern sich noch mit Schrecken an 2008, als der Getreideboom an den Börsen die Brotpreise mehr als verdoppelte. Die Folge waren gewalttätige Unruhen in 40 Ländern, mit Toten auf der Straße und gestürzten Regierungen. Wie aber können von der Börsenspekulation ausgelöste Hungerkrisen in Zukunft verhindert werden? Sie sagen, wir brauchen billiges Essen, damit die Armen nicht leiden. Gut. Aber wo soll dann das Essen herkommen? Fragen Sie doch die Witwen und Waisen, ob es gut ist, dass die Preise niedrig sind. Sie mögen in Berlin sitzen und billigen Champagner trinken und billige Pastete essen. Aber irgendjemand muss auf die Felder gehen. Und wenn Sie und andere Journalisten und Politiker nicht umsonst auf den Feldern arbeiten wollen, werden wir gar kein Essen haben. Ich sage Ihnen, was passiert. Die Preise werden steigen. Aber Sie müssen für eine lange Zeit oben bleiben, um mehr junge Bauern anzuziehen. Es ist ganz einfach. Das läuft so seit Hunderten von Jahren. So funktionierte die Welt schon immer. Es wäre ja schön, wenn das Geld von der Börse bei allen Bauern ankommt. Doch tatsächlich profitieren nur wenige Großfarmer, weil sie ausreichende Lagerkapazitäten haben, um das Auf und Ab der Preise abzuwarten. Bei den Kleinbauern in Afrika und Südasien hingegen kommt das Geld von der Börse vielfach gar nicht an. Ohnehin bleibt der größte Teil in der virtuellen Finanzwelt und zirkuliert dort. In den letzten 5 Jahren wurden an den Agrarbörsen 200 Milliarden Dollar investiert. Das übersteigt den Wert der real gehandelten Güter um das 16-fache. Das ist der wahre Grund für das extreme Auf und Ab der Lebensmittelpreise in den letzten Jahren. Wenn sich das nicht ändert, rasen wir von einer Hungerkrise in die nächste. Ich denke, die Landwirtschaft muss anders finanziert werden, ohne dass dabei Hunger in Kauf genommen wird. Aber wie schaffen wir es, dass das Geld der Investoren auch kleine Bauernhöfe erreicht und damit gegen den Hunger wirkt? Im Süden von England besuche ich einen Visionär, der ein Gegenmodell zu den globalen Finanzmärkten entworfen hat. Er hat die Bewegung der Transition Towns gegründet, die mehr Unabhängigkeit anstreben, insbesondere bei der Lebensmittelversorgung. Doch wie kann sich so eine kleine Stadt aus dem Griff globaler Marktzwänge befreien? Hi there. Could I buy some Totnes pounds, please? Kann ich bitte Totnes Pfund eintauschen? Could I buy 50 pounds? 50 Pfund. Thank you very much. Vielen Dank. Die Idee hinter dem Totnes Pfund ist, die Ökonomie von Totnes oder anderen Städten ist wie ein großer Eimer mit vielen Löchern. In diesen Eimer werden Löhne und Renten gefüllt, aber das meiste Geld fließt raus, über Supermärkte und Internetshopping. Aber man will doch, dass das Geld so lange wie möglich lokal wirkt, bevor es die Stadt verlässt. Das Schöne am Totnes Pfund ist, dass es nicht durch die Löcher im Eimer verschwinden kann. Es kann nur lokal zirkulieren, damit diese Stadt wächst und gedeiht und kann nicht an entfernte Unternehmen oder ausländische Banken verloren gehen. Not just to disappear off to distant companies and offshore banks. Our economy has moved from
Unsere Wirtschaft hat sich verändert. Früher wurde mit wirklich greifbaren Dingen gehandelt. Aber heute existieren 97% der gehandelten Waren gar nicht. Das sind nur Nummern auf Bildschirmen, also Spekulation. Einer wettet gegen den anderen. Viele Dinge, die nur noch als Rohstoffinvestment betrachtet werden, sind in Wirklichkeit Menschenrechte. Der Zugang zu Essen und Wasser sollte nicht auf dem Markt preisgegeben werden. Wir machten kürzlich eine Studie in Totnes. Wir geben jährlich 30 Millionen Pfund für Essen aus. Davon verlassen 22 Millionen die Stadt durch zwei Supermärkte. Wenn wir es schaffen, nur 10% davon hier zu behalten, dann wären das 2 Millionen Pfund mehr in der lokalen Ökonomie. Damit könnten Lebensmittelerzeuger auch hier im Ort entstehen. Das wäre wichtig. Das heutige Lebensmittelsystem existiert nur, weil wir es unterstützen. Wir unterstützen es jedes Mal, wenn wir einkaufen. Wenn wir diese Unterstützung anderswo einsetzen, dann werden wir sehen, wie schnell sich alles ändert. $12.27, bitte. Nehmen Sie Totnes Pfund? Ja. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Immer mehr Kleinbauern in aller Welt werden von ihrem Land vertrieben. Es wird von Investoren übernommen, die mit Großfarmen Agrarrohstoffe für den Weltmarkt produzieren. Das bringt uns nicht die Widerstandsfähigkeit, die wir brauchen. Die kommt von der bäuerlichen Landwirtschaft. Denn die Mehrheit der Weltbevölkerung wird von Kleinbauern ernährt, obwohl sie heute nur noch ein Viertel des Ackerlandes bewirtschaften. Sie sind die Basis eines nachhaltigen Ernährungssystems, in dem Lebensmittel nicht nur als Rohstoff gesehen werden. In Ländern wie Indien, wo noch viele von diesen stabilen Agrarsystemen funktionieren, haben sie noch unabhängige Bauern, die ihr eigenes Saatgut auf dem eigenen Land vermehren. So ernährten sie die Menschen über Jahrtausende. Darauf sollten wir aufbauen, es schützen und nicht einfach wegwerfen. Ich erinnere mich nicht daran, wer es sagte. Ich glaube, es war Einstein. Eine Bastelei erweist sich erst dann als intelligent, wenn man alle Einzelteile behält. Aber in unserem Streben nach Wirtschaftswachstum werfen wir jetzt die Einzelteile einfach weg. Es wird eine Zeit kommen, in der wir diese Teile wieder brauchen. Dann werden wir uns umschauen und sie nicht mehr finden. Afternoon. Heute war ein vorwitziges Vögelchen unter den Netzen bei einem Busch. Als wir es aufgedeckt haben, flog es blitzschnell davon. Sie werden das Argument hören, dass die industrielle Landwirtschaft die Menschen besser ernähren kann als das hier. Aber Studie um Studie rund um die Welt beweist das Gegenteil. Diese kleinen, intensiv bewirtschafteten Felder sind die produktivste Nutzungsform, bei weitem. Deshalb ist es der richtige Weg, wenn wir Land und Kenntnisse verfügbar machen, damit sich diese kleinen, intensiven Modelle explosionsartig ausbreiten. Am Anfang kam mir das ein bisschen so vor wie eine Spielwiese für Ökos aus reichen Ländern. Auch deshalb, weil die Biobauern doch weniger Nahrungsmittel pro Hektar produzieren als die Agrarindustrie. Aber jetzt wird mir klar, dass das auf die Kleinbauern in den Entwicklungsländern gar nicht zutrifft. Sie ernten im Durchschnitt sogar mehr als die Großfarmer. Der Grund? Die kleinen Bauern können mit Handarbeit die Felder intensiver bewirtschaften und damit aus der begrenzten Fläche mehr herausholen.
Das ist überlebenswichtig für die Ernährung der bald 10 Milliarden Menschen. Große Felder mit Technik und Chemie machen es nur deshalb billiger, weil dadurch Arbeitsplätze eingespart werden. Doch das ist in den Entwicklungsländern gar nicht notwendig. Hier gibt es ja genug Arbeitskräfte. Der Boden hingegen ist knapp. Und er wird immer knapper. So wie hier in Malawi, im südlichen Afrika, einem der ärmsten Länder der Welt. Es war katastrophal. Hier im Dorf hungerten viele Familien. Wir bauten damals noch kein Gemüse an. Wir aßen vor allem Mais. Gemüse aus dem Garten galt als etwas Exotisches für Weiße. Wir begannen erst vor rund 10 Jahren damit, selbst Gemüsefelder anzulegen. Wir wurden trainiert, neue Methoden anzuwenden. Wir pflanzen jedes Jahr eine neue Feldfrucht. Weil die Gärten so klein sind, pflanzen wir auch verschiedenes Gemüse nebeneinander. Damit können wir nicht nur mehr anbauen, sondern haben auch mehr Sicherheit. Wenn die Ernte bei einer Sorte schlecht ausfällt, ist sie bei einer anderen vielleicht besser. Zum Beispiel hatten wir eine gute Hirseernte. Aber unsere Straucherbsen tragen nicht gut. Dieses Jahr werden wir nur wenig ernten. Doch wenn eine Kultur misslingt, klappt wenigstens die andere. Chinakohl schmeckt gebraten sehr lecker. Ein wirklich schmackhaftes Gemüse. Wenn man es isst, macht der Mund Nya. Frauen, denkt ihr nicht, dass wir genug zum Verkaufen haben? Ach, wir haben genug. Lass uns zum Fluss gehen und es waschen. Du musst es schöner arrangieren. Sie hat das einfach so aufeinander gelegt. Wenn du Bündel machst, kriegst du es beim Verkaufen leichter auseinander. Wir bauen das Gemüse nicht nur für uns an, sondern verkaufen es auch auf dem Markt. Man soll Gemüse essen, um gesund zu bleiben. Früher hatten wir im Dorf immer 10 bis 15 unterernährte Kinder. Heute sind es nur noch 2 oder 3. Und die sind vor allem deshalb unterernährt, weil sie schon vorher krank waren. Wir hatten dieses Jahr eine magere Ernte. Nur noch 9 Maissäcke sind übrig. Das liegt an dem heftigen Regen, der unseren Dünger weggeschwemmt hat. Normalerweise kann ich 30 bis 35 Säcke Mais ernten. Aber dieses Jahr habe ich nur 11 geschafft. Davon haben wir 2 gegessen, also bleiben noch 9 Säcke. Früher war so eine Situation gleich eine Katastrophe. Aber heute kann ich ausweichen. Ich habe noch ein Feld mit Maniok und Süßkartoffeln. Das kann ich kombinieren mit dem Mais. Immer nur Maisbrei. Man muss doch wissen, dass es auch andere Speisen gibt.
Wir haben heute mehr Essen zur Verfügung, weil ich an jedem Tag etwas anderes essen kann. Deshalb habe ich mich entschieden, neue Wege zu beschreiten. Hier in Malawi wird mir klar, dass die Strategie der Industrie, einfach immer mehr zu produzieren, um den Hunger zu bekämpfen, komplett an der Realität vorbeigeht. Wir können mit den tollsten neuen Techniken noch so viele Nahrungsmittel erzeugen, wenn arme Menschen einfach nicht die Kaufkraft haben, dann können sie sich diese schlicht nicht leisten. Es geht also ebenso um die Verteilung oder genauer um den Zugang zu Nahrung. Mich beeindruckt Fannys Stolz auf ihre wirtschaftliche Eigenständigkeit. Sie hat mir klargemacht, dass die Lösung gar nicht so kompliziert ist. Wir brauchen mehr Unabhängigkeit bei der Ernährung. Denn wenn der Maispreis auf dem Weltmarkt mal wieder in die Höhe schießt, ist es das Wichtigste für Menschen wie Fanny, dass sie ihre Grundversorgung selbst erzeugen können. Und in Zukunft wird diese Krisenvorsorge immer wichtiger werden. Das kann aber nur funktionieren, wenn wir in den Industrieländern anders konsumieren. Zum Beispiel, indem wir kein Fleisch mehr aus der Massentierhaltung kaufen, damit unser Geld nicht die Soja-Großfarmen finanziert, die den Kleinbauern das Land wegnehmen. Oder indem wir Bio einkaufen und regional und saisonal und damit der Klimaerwärmung entgegenwirken, die in den Dürregebieten viel Ackerland verwüstet. Die Erkenntnis, dass wir in einem globalen Dorf leben, in dem alles eng zusammenhängt, hat auch in den Industrieländern viele dazu bewegt, nach Alternativen zur Agrarindustrie zu suchen. Zum Beispiel Gartenbau mitten in der Großstadt. Und zwar in den armen Vierteln, in denen frisches Gemüse bislang nur für die wenigen Gutverdienenden verfügbar war. Bei unserer Arbeit geht es um Gerechtigkeit, sozial ebenso wie bei Ernährung und Umwelt. Jeder hat das Recht, gute Lebensmittel zu essen. Wir müssen die Bedingungen ändern, die viele Leute daran hindern, gute Lebensmittel zu essen. Das machen wir bei Growing Power mit unserem Projekt Essen und Gerechtigkeit. Viele Amerikaner kennen Will Allen noch aus seiner Zeit als Basketballstar der NBA-Liga. Heute ist der 65-Jährige bekannter als Pionier der urbanen Landwirtschaft in den USA. Tausende besuchen seine Anlage und viele haben sein Konzept kopiert. Wir haben eine Ernährungskrise in der Welt. Auch in den USA gehen 3 von 10 Kindern ohne Essen zu Bett. Wir haben eine weltweite Krise, weil viele Menschen nicht an jedem Tag gutes Essen bekommen können. Und wenn ich sage gutes Essen, dann meine ich nicht einfach Essen, sondern gutes Essen. Gutes Essen wird von einer Sache erzeugt: gutem Boden. Good soil. That's what it's all about. Worms increase the. Die Würmer vergrößern die biologische Aktivität im Boden um das 14-fache. Wir starteten vor ein paar Jahren mit 30 Pfund Würmern. Und heute haben wir allein in dieser Farm 7000 Pfund. Ich sagte gerade, wir haben 140 Angestellte. Aber in Wirklichkeit sind es 140 Milliarden Angestellte. Ich mag diese Angestellten wirklich, weil sie dir nie Widerworte geben oder komisch zurückschauen, wenn du ihnen was erzählst, wie es Menschen manchmal tun. Beim Weitergehen könnt ihr gerne mal in den Boden greifen und fühlen. Das ist Gewächshaus Nummer 2. Unser erstes großes Aquaponics-System, eine Art Pflanzenkraftwerk. Die Ausscheidungen der Fische werden von den Pflanzen aufgenommen.
Das ist wichtig, weil diese Abfallstoffe im Wasser in Ammoniak, Nitrat und Nitrit umgewandelt werden. Giftig für die Fische. Einige dieser Stickstoffverbindungen lagern sich an den Seitenwänden oder im Kiesboden ab. Aber das meiste wird von den Wurzeln der Pflanzen aufgenommen, sodass die Fische überleben können. Die Agrarindustrie hat die Nährstoffkreisläufe unterbrochen. Das Aquaponiksystem stellt sie wieder her, indem Fisch- und Pflanzenzucht kombiniert werden. Genial, die Abfallstoffe der Fische dienen als Dünger und Pflanzenreste sowie selbst gezüchtete Fliegenlarven dienen als Fischfutter. Das geht sogar in kleinsten Einheiten. Sie können das in Ihrer Garage oder Ihrem Keller anlegen und dadurch genug Fische für eine 5- oder 6-köpfige Familie produzieren. 99% von dem Essen, das in Milwaukee konsumiert wird, kommt aus über 2000 Kilometern Entfernung. Das müssen wir ändern. In jeder Stadt. Denn es ist überall dasselbe. Die Lebensmittel sind 4 bis 10 Tage alt, bevor sie in unsere Bäuche kommen und verlieren unterwegs eine Menge Nährstoffe. Außerdem ist der weite Transport doch nicht nachhaltig. Wir können günstig produzieren mit erneuerbarer Energie, indem wir unseren eigenen Humus herstellen und die Pflanzen auf ungenutztem Land anbauen, das in der Stadt günstig zu haben ist. So können wir jedem in unserer Gemeinschaft gesundes Essen geben. Ich esse Tomaten. Mit Pommes. Nein, das wirst du nicht. Doch! Ich glaube, das ist die Lösung. Wir brauchen überall auf der Welt lokale Ernährungssysteme. Das ist der einzige Weg, um den Hunger in der Welt zu besiegen. Wir müssen den Menschen beibringen, wie sie ihr eigenes Essen in ihren eigenen Dörfern anbauen können, in ihren Städten und Großstädten. Darum geht es. Und das machen wir. Die zunehmende Abneigung gegenüber dem plastikverpackten Supermarktessen der Agrarkonzerne, von dem keiner weiß, wie und wo es wirklich hergestellt wurde, lässt ganz neue Formen von Landwirtschaft entstehen. Immer mehr Verbraucher schließen sich zusammen, um selbst einen Bauernhof zu betreiben. In Deutschland nennt sich das solidarische Landwirtschaft. Weltweit gibt es inzwischen Tausende solcher Initiativen, die sich vom Handel abkoppeln. Ein Landwirt baut die Pflanzen an, während die Mitglieder das finanzielle Risiko tragen und hin und wieder auch selbst auf dem Feld mit anpacken. Also, warte mal, schaut mal kurz. Also, die einfach abströmen, dass sie auf den Boden fallen. Seht ihr das? Hier sind sehr viele kleine drauf. Das sind die ganz gefährlichen. Ne, weil die wachsen ja und dann fressen die umso mehr ab. Wir möchten gerne, dass hier vor Ort Landwirtschaft betrieben wird, und zwar Biolandwirtschaft mit einer großen Vielfalt in einem System, was auch menschenfreundlich ist. Wir schaffen unser eigenes kleines System, unseren eigenen Kreislauf. Wir tun uns einfach als Gemeinschaft zusammen, finanzieren die Landwirtschaft, die wir uns vor Ort wünschen, und teilen uns die Ernte. Das ist das, was dahinter steckt. Und hier ist wirklich, man handelt an der Basis, man tut was und man verändert direkt alles. Wir verteilen nur unsere eigenen Lebensmittel. Es wird nicht dazu gekauft. Da waren wir uns von Anfang an direkt klar darüber, dass wir das nicht möchten, sondern wir möchten mit dem arbeiten, was es hier gibt. Und arbeiten natürlich daran, das zu verbessern. Einmal Bohnen oder eine Gurke und eine Zucchini. Das ist dann die Auswahl. Dann gibt es Kräuter, Salat, Johannisbeeren und eine rote Beete oder zwei. Das bedeutet auch, dass es im Winter keine Tomaten und Erdbeeren mehr gibt, sondern wie früher eingemachtes. Dafür schmecken die Früchte und das Gemüse in der Saison dann viel besser. Ich wüsste nicht, woran das scheitern soll, die Welt so zu ernähren. Weil ich meine, bei der ganzen Massenproduktion, was kommt dabei rum? Wir zerstören unsere Lebensgrundlage für den Profit.
ist natürlich nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, aber manchmal denke ich mir, wenn mich irgendwann, ich habe noch keine Kinder, aber in der Zukunft meine Kinder oder auch Enkel irgendwann mal fragen, warum habt ihr nichts gemacht? Und dann kann man wenigstens sagen, wir haben es versucht, wir haben irgendwas gemacht. Ich glaube schon, dass sich unsere Generation auch irgendwann mal dieser Verantwortung stellen muss. Brauche ich ein Loch und rundherum Erde. Toll, du hast zuvor noch nie gegärtnet. Pass auf, dass hier keiner was kaputt macht. Das ist jetzt dein Busch. Wenn du eine Aktion starten willst, dann am besten mit deinen eigenen Händen, deinem eigenen Geld und deinem eigenen Platz. Wir begannen in unseren Gärten und dann nahmen wir die der Stadtverwaltung. Wir besetzen die öffentlichen Flächen, um die sich niemand kümmert, und legen dort Gärten an. Für mich leben diese Guerilla-Gärtner das wirklich radikalste Modell. Sie bepflanzen Bürgersteige, Parkplätze und Bahnsteige ohne zu fragen. Und jeder kann sich bedienen. We believe politics will not fix. Wir glauben nicht, dass die Politik das Ernährungsproblem der Welt lösen wird. Geld wird die Menschen nicht satt machen, auch die Wissenschaft nicht. Helfen wird nur Güte und Gemeinsinn. Auf unsere kleine Stadt übertragen heißt das, wir machen die Arbeit und du kannst das Gemüse mitnehmen. Hier war alles mit großen Bäumen bepflanzt, die im Lastwagen hergebracht wurden. 25.000 Euro teure Architektenpflanzen. Stachlich, grün, giftig, nicht essbar. Ich ging zum Chefarzt und fragte, Doktor, sollen Ihre Patienten beim Reingehen Äpfel pflücken und beim Rausgehen Rhabarber? Er sagte, tolle Idee, aber wir können nicht dafür bezahlen. Also haben wir Geld gesammelt, die Genehmigung eingeholt und die ganzen Zierpflanzen rausgeholt. Alles, was Sie jetzt sehen, ist essbar. Wenn jeder sagen würde, lasst uns Apfelbäume pflanzen, können Sie sich das vorstellen? Wenn sich alle bemühen, dann können Sie damit eine ganze Stadt ernähren. Um ganz ehrlich zu sein, ich war am Anfang etwas skeptisch. Ich dachte, dass die Leute die Anlagen verwüsten. Aber das ist nicht passiert. Es sieht ganz so aus, als ob es funktioniert. Wir helfen, indem wir die Pflanzen bewässern. So können die Bürger auch leichter Kontakt mit der Polizei aufnehmen. So trauen sie sich, mit uns zu reden. Das hilft der Gemeinschaft hier im Tal, ganz ehrlich. Ich denke, bald ist die Kacke am Dampfen. Wir werden eine Ernährungskrise in der Welt haben. Vor 5 Jahren kam eine Aschewolke von einem Vulkan in Island. Die Flugzeuge durften nicht mehr nach England fliegen. Wir waren nur 4 Tage von einer Ernährungskrise entfernt, als die Flugzeuge endlich wieder fliegen durften. Es ist beinahe passiert. Nur wegen einem Vulkan in Island. Das kann leicht passieren. Tatsächlich produziert England nur noch 60% des Eigenbedarfs. Und auch andere Länder in Europa sind zunehmend vom Import abhängig. People are
Viele Leute sagen jetzt, lasst uns eine essbare Landschaft machen. Wenn ich 80 bin und die Straße hinuntergehe und Erdbeeren und Äpfel pflücken kann und alle machen das, das würde mich glücklich machen. Das wäre so schön. Bisher war ich es gewohnt, beim Einkauf einfach aus dem Vollen zu schöpfen, ohne mir darüber viele Gedanken zu machen, woher das Essen eigentlich kommt. Das hat sich nach meiner Reise um die Welt geändert. Bei meiner Suche ist mir bewusst geworden, wie komplex die Herstellung von Nahrung ist und vor allem, wie verwundbar die globalisierten Märkte sind, von denen heutzutage alles abhängt. Es war ein großer Fehler, dass wir es zugelassen haben, dass die Entscheidungen über unser Essen von wenigen Konzernen gefällt werden. Denn dadurch werden die Kleinbauern fast überall auf der Welt von Großfarmern verdrängt. Doch die wirtschaften nicht nachhaltig und können deshalb die Ernährung unserer Kinder und Enkel nicht sichern. Die Lösung der großen Probleme liegt ganz offenbar im Kleinen. In Afrika, Asien und Lateinamerika, wo die Bevölkerung am schnellsten wächst, können die Kleinbauern mehr aus dem begrenzten Land herausholen. Vor allem aber sorgen sie für eine bessere Verteilung der Lebensmittel und der Einkünfte. Das ist eindeutig der effektivste Weg, um Hunger zu bekämpfen. Auch in Europa brauchen wir die bäuerliche Landwirtschaft. Dabei geht es nicht um romantische Vorstellungen, sondern um das lebenswichtige Interesse, dass die Bodenfruchtbarkeit erhalten bleibt. Wir sollten deshalb von unseren Politikern fordern, den Vormarsch der industriellen Landwirtschaft zu stoppen, anstatt ihn sogar noch mit Subventionen zu fördern. Wir Verbraucher können die kleinen und mittleren Bauern stärken, indem wir mehr regional einkaufen, damit unser Ernährungssystem die nötige Stabilität für die Zukunft bekommt. Ich persönlich fühle mich jedenfalls dafür verantwortlich, wo meine Lebensmittel herkommen und wie sie hergestellt werden. Und ich weiß jetzt, dass wir mit jedem Einkauf mithelfen können, dass die bald 10 Milliarden Menschen alle satt werden können. Farming is an art, and I'm glad to see you.